Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu einem neuen Let's Play. Oh, muss ich gerade selbst lachen, ey. Ja, wir spielen heute Everspace und dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen, es sind jetzt etwas länger keine Videos mehr erschienen. Mea culpa, würde ich da jetzt einfach mal sagen. Ja, ich habe jetzt eine etwas längere Pause gemacht und habe zwischendrin gestreamt und dachte mir aber jetzt, hey komm, hast du ein richtig geiles Spiel gefunden, hast jetzt auch mal wieder richtig Bock auf Let's Playen, dann hockst du dich einfach mal wieder hin, schließt mal das Mikro wieder an, packst mal OBS wieder aus und fängst einfach mal an. Und ich habe jetzt, das muss ich mal kurz erzählen, bevor wir mit dem Spiel loslegen, das habe ich jetzt die letzten 2 Stunden, glaube ich, einfach mal so gemacht. Hab zig Testaufnahmen gemacht, hab alles ausprobiert und meine Fresse, hat alleine das schon wieder Spaß gemacht. Ich sag's gleich vorweg, ne? Ich nehme jetzt hier mit OBS auf, also nicht mehr mit Fraps wie vorher. Und ich habe jetzt hunderte verschiedene Einstellungen ausprobiert, mit allem Pipapo. Und ich glaube, von der Videoqualität her soll es jetzt passen, aber es kann sein, dass beim Sound noch ein paar Probleme gibt. Also es kann sein, dass ich übersteuere, dass der Game-Sound zu leise ist, dass ich zu leise bin, dass der Game-Sound zu laut ist oder dass es Tonprobleme gibt. Ich übernehme dafür natürlich die volle Verantwortung. Nehmt es mir aber bitte nicht übel, es ist jetzt wieder das erste Video oder die ersten Videos, denn ich werde jetzt wahrscheinlich gleich ein paar mehrere aufnehmen, die jetzt nach der langen Pause direkt rauskommen. Und nehmt es mir da echt nicht übel, wenn da noch Probleme sind, wenn da noch Tonfehler drin sind, Bildfehler, egal, scheißegal. Bitte jetzt nicht drunter schreiben, was ist für eine Scheiße, deine Qualität war früher doch viel besser. Und gleich die Mistgabel und die Fackeln auspacken und alles niederbrennen. Ich werde jetzt, also ich bin mir ziemlich sicher, ich kann natürlich nichts versprechen, aber dass ich jetzt wieder häufiger Videos produziere und zwar, naja, häufiger als nie ist ja, naja, ein Video im Jahr wäre ja schon mehr, als ich bisher produziert habe, aber ey, ne? Nee, ich habe schon so vor, jetzt pro Woche wieder mehrere Videos rauszuhauen, vielleicht auch irgendwann wieder täglich, aber fürs erste Mal muss ich jetzt erst ein paar Aufnahmen machen und wie gesagt, es kann sein, dass in den Aufnahmen jetzt erstmal Probleme drin sind, also dass es nicht so richtig läuft, wie es laufen sollte. Aber genug der Entschuldigung und des Gelabers. Kommen wir mal zum Game. Boah, ganz ehrlich, Leute, mal so im Vertrauen, ne? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das noch richtig kann. Also jetzt nicht das Zocken, sondern das Kommentieren, ne? Ich meine, ich habe jetzt über 1,5 Jahre nichts mehr kommentiert. Das ist ganz schön lange Zeit für einen Let's Player oder für einen Streamer, je nachdem. Puh, ich bin da, ich bin da echt mal gespannt, Leute. Naja, auf jeden Fall zum Spiel Everspace. Befindet sich gerade in der Beta, war vorher auf Kickstarter und Steam Greenlight und kommt im 4. Quartal 2016, also dieses Jahr, ich glaube, so im Oktober soll es kommen, als Vollversion dann auf Steam. Kostet dann 30 Euro und kann man sich momentan für 25 Euro auf der Entwicklerseite vorbestellen. Ich werde die hier unterm Video auch auf jeden Fall verlinken. Ich hoffe, ich denke dran. Und wenn man jetzt aber schon in die Beta reinstarten wollen würde, so wie ich, muss man 40 Euro bezahlen. Der Beta-Zugang sollte aber wahrscheinlich, wenn dieses Video rauskommt, schon vorbei sein. Also ihr könnt euch wahrscheinlich nicht mehr für die Beta registrieren, das Spiel nur noch vorbestellen. Ist dann auch etwas billiger, als bis zum Steam-Release zu warten. Naja, was ist denn Everspace überhaupt? Also Everspace, ja, ich kann immer noch richtig gut reden. Man merkt's, ne? Man merkt's richtig gut. ja, auf jeden Fall. Everspace ist ein Roguelike-Shooter, also so ein bisschen eine Mischung aus FTL, also Faster Than Light, was wir auch früher sehr oft hier auf dem Kanal gespielt haben und auch gestreamt haben. Und, wie hieß es? Na super, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein.
Naja, auf jeden Fall, es ist schon sehr FTL-lastig, also Faster and Light-lastig. Das kann ich ja schon mal ein bisschen zeigen. Ich gehe mal auf Continue. Sollte jetzt eigentlich hier rauskommen. Also es ist schon sehr Fast and Light-mäßig, das heißt, man begibt sich von Sektor zu Sektor, startet in einem völlig zufallsgenerierten Anfangsbereich, Anfangssystem, kann dann dort Ressourcen sammeln, kann dort Gegner besiegen, kann dann dort sein Schiff upgraden und dann gerade zum nächsten Sektor weiterreisen. Man hat auch meistens die Auswahl zwischen mehreren Sektoren mit mehreren Schwierigkeitsstufen, auch wieder sehr an Faster Than Light angelehnt. Und das werde ich vielleicht später auch mal direkt im Video noch zeigen, vielleicht nicht in diesem Video, aber bestimmt in einem späteren, dass man auch nur eine begrenzte Zeit hat, sich in jedem Sektor aufzuhalten, wie halt auch in Faster Than Light. Man muss halt vor seinen Verfolgern, ja, davonfliegen. Also man hat nicht unendlich viel Zeit, muss sich also ganz genau überlegen, was mache ich jetzt, bekämpfe ich jetzt die Gegner oder sammle ich Ressourcen? Man muss es immer so ein bisschen abwägen, denn man hat meistens nicht Zeit für beides. Ja, so viel zur Spielmechanik. Die Grafik ist natürlich ein bisschen wesentlich geiler als in Faster Than Light. Also alleine schon die 3D-Grafik und das ist halt mehr... Es geht halt wesentlich mehr um Taktik als um Systemmanagement, sage ich jetzt mal. Weil in Faster Than Light war es ja meistens so, dass man eher so ein bisschen... sich um die Systeme gekümmert hat, um die Crewmitglieder und hier geht es halt wirklich mehr ums richtige Kämpfen. Also man steuert das Schiff selbst, fliegt selbst, kämpft selbst, selbst. Was denn selbst? Ach, keine Ahnung. Es geht aus der Third Person, es geht aus der First Person. Ja, das zeige ich alles gleich noch. Ich weiß, ich laber jetzt relativ viel, aber es ist ja auch das erste Video vom Let's Play. In den nächsten Folgen muss ich dann ja nichts mehr erklären. Deswegen seht es mir nach, dass ich jetzt ein bisschen mehr laber. Und was ich am allerinteressantesten finde am Spiel tatsächlich, es hat ein Progressionssystem. Das heißt, wenn ich jetzt, ja, ich fange jetzt mal an mit diesem Schiff hier zum Beispiel, fliege dann von Sektor 1 nach Sektor 2 und so weiter und so fort, werde dann abgeschossen und zerstört. Es ist nicht so wie in Fast and Light, dass ich quasi wieder komplett von Null anfange, wenn ich in eine neue Runde reinstarte, sondern sämtliche Credits, die ich innerhalb dieses Runs gesammelt habe, behalte ich und kann mir für diese Credits hier, nachdem ich gestorben bin, Perks kaufen. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen mehr freigeschaltet, also am Anfang sieht es ein bisschen spärlicher aus. Denn mit jedem Perk, den man freischaltet, schaltet man halt wieder einen anderen frei und so weiter und so fort. Und man sieht halt auch schon, alleine der Perk hier, Shield Capacity Bonus, 4 von 20, also habe ich jetzt 4 Level reingesteckt. Mehr Current 10%, also 10% mehr Schild, beim nächsten Level Up wären es 12,5%, kostet 1500 und so weiter, ist eigentlich alles selbsterklärend. Genauso wie mit den ganzen anderen Sachen hier. Und da werde ich auch ein bisschen näher drauf eingehen, wenn es denn mal soweit ist, wenn wir mal Credits haben, wenn wir mal Geld haben, das wir ausgeben können. So, gehen wir mal zurück in den Hangar. Im Hangar haben wir bisher nur dieses Schiff. Es gibt auch in der Beta nur dieses Schiff. Das heißt, alle anderen Schiffe, also das hier und das hier, es wird insgesamt 3 Schiffe geben, die werden erst mit vollwertigem Release des Spiels veröffentlicht. Das heißt, da müssen wir uns noch ein bisschen bis Oktober gedulden. Es wird aber definitiv ein Open-End-Let's Play. Das heißt, ich setze jetzt mal keine bestimmte Folgenanzahl für das Let's Play fest, sondern wir zocken einfach mal ein bisschen. Und ich zocke einfach so lange, wie es mir Spaß macht. Und dann zum Release zocken wir dann auf jeden Fall wieder zum vollwertigen Release. Aber schauen wir mal. Vielleicht zocke ich auch bis dahin. Wer weiß. Eine Sache habe ich noch vergessen. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Die verschiedenen Sektoren des Spiels, um nochmal zum Spiel zurückzukommen, die sind komplett zufallsgeneriert. Das heißt, die haben jetzt hier verschiedene Aufbausets der verschiedenen Sektoren. Und das Ganze ist einfach komplett zufällig zusammengeschachtelt. Das heißt, jeder Run ist komplett anders. Finde ich sehr, sehr geil. Ja, jetzt aber mal echt genug gelabert. Fast schon 10 Minuten. Was ist da los? Ich kann schon die Kommentare sehen. Naja, auf jeden Fall, wir legen mal los, gehen mal auf Launch und schauen mal. Ich hoffe, ich kann das Ganze hier überhaupt. Ich muss nämlich zugeben, ich habe normalerweise eine mechanische Tastatur und habe jetzt eine nicht mechanisch angeschlossene, ganz, ganz alte. Ich hoffe, ich kann damit so halbwegs spielen. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, man sieht jetzt, ich kann mal hier kurz in die Pause gehen. Ist die einzige Möglichkeit, das Spiel übrigens zu pausieren. Ansonsten funktioniert es, glaube ich, nicht, höchstens noch mit der Escape.
Ja, ich bin jetzt hier gerade mal in die Schiffsübersicht gegangen. Kann ich jederzeit im Spiel einfach mal Pause machen, kann hier reingehen, kann mal gucken, was ich hier so habe. Und hier sehen wir unsere Primary-Waffen. Das ist einmal der Pulslaser hier rechts. Man kann den Mauszeiger sehen, sehr schön. Ich habe gerade noch mal in der Übersicht geguckt. Hier sieht man die verschiedenen Stats der jeweiligen Waffe. Genauso wie hier. Wir haben einmal den Pulslaser, einmal die Gatling Gun. Es ist für dieses Schiff sind das die Standardwaffen, die Standard-Anfangswaffen. Wie man die noch ausbaut, wie man die noch verbessert innerhalb des Spiels, das erkläre ich alles später noch. Dann haben wir als Secondary haben wir Light Missiles, also leichte Raketen, auch Standard. Und hier haben wir das normale Schild, ein Energized Boost, also das ist einfach instantly increases your ship's boost for a short amount of time. Also man kann da einfach einen schnellen Schub geben, einen mega schnellen Schub geben. Der hält einfach nur 4 Sekunden lang an, um einfach irgendwo schnell zu entkommen, ist es ziemlich gut. Und hier sehen wir Scanning Probes, das sind Consumables, also das sind Sachen, die man verliert quasi, wenn man sie aufgebraucht hat. Die muss man dann immer wieder neu herstellen. Und zum Beispiel die Scanning Probe hier, zum Beispiel, die scannt einfach den ganzen Sektor. Das heißt, wenn ich jetzt hier in einen neuen Sektor reinkomme, das kann ich gerade mal zeigen, und dann hier mit C die Scanning Probe aktiviere, scannt er mir hier den ganzen Sektor und zeigt mir alle interessanten Punkte an. Hier zum Beispiel Container, die ich aufsprengen kann. Da hinten sind Feinde, dann sind hier noch Schiffe und so weiter und so fort. Also auch sehr, sehr geil. Und wenn ich jetzt zum Beispiel innerhalb des Spiels Scanning Probes herstellen möchte, müsste ich hier auf Build New geben. Dann kann ich mir hier rausrufen Combat Drones, Drone Override, Scanning Probe. Und hier bei Scanning Probe sehe ich dann, ich brauche Gas, Scrap und Compounds. Das sind Gegenstände, die ich innerhalb eines Runs sammeln muss, um das herzustellen. Das heißt, wenn ich jetzt sterben sollte, dann fängt immer alles wieder von vorne an. Also alles, was ich mir jetzt hier innerhalb eines Spiels herstelle oder innerhalb eines Runs herstelle, muss ich ja sagen, sämtliche Aufwertungen für die Waffen, für die Secondaries, für die Devices und so weiter und so fort, die verliere ich alle, sobald ich draufgehe. Aber, wie gesagt, man behält die Credits, die man innerhalb eines Spiels gesammelt hat. Ja, ich glaube, ich erkläre alles einfach mal im weiteren Verlauf des Spiels. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. Was wir hier oben noch sehen, ist noch Repair. Also man sieht ja die ganzen vielen verschiedenen. Ja, tolles Deutsch. Tolles Deutsch, Fennec. Super. Man sieht hier die verschiedenen Schiffssysteme und die Schiffssysteme können halt wie in Fast and Light auch beschädigt werden und dann muss man die separat reparieren und so weiter und so fort. Hier sehen wir die Hüllenpunkte hier oben und hier, wie viele Nanobots wir haben. Die Nanobots sind die Grundreparaturressource, die wir im Spiel finden können. Die können wir nicht herstellen, die können wir nur finden, zumindest soweit ich weiß. Und damit können wir quasi alles reparieren, nur manche Systeme brauchen nochmal separate Ressourcen, um repariert zu werden. So. Okay. Zwischen den verschiedenen Waffensystemen, das sieht man jetzt am Fadenkreuz hier, kann ich durchschalten, indem ich einfach die Maus hoch und runter bewege. Jetzt zum Beispiel habe ich gerade hier den Pulslaser. Und wenn ich die Maus jetzt mal hochdrücke, habe ich jetzt hier, zack, die Gatling Gun. Und der Pulslaser ist halt eher gegen Schilde, wie man hier sieht. Und die Gatling Gun ist halt eher gegen Hülle. Und so können wir die halt relativ leicht platt machen. So, Credits einsammeln, das sind verbündete Schiffe, also Schiffe, die gelb markiert sind. Das sind ja nicht verbündete Schiffe, sondern neutrale Schiffe. Und das finde ich auch einen sehr, sehr geilen Aspekt vom Spiel übrigens, dass man alles angreifen kann. Also man kann auch neutrale Schiffe angreifen und gucken, ob man von denen Ressourcen erbeuten kann. Aber es ist halt auch schwierig, sage ich mal. Denn man muss halt immer abschätzen, schaffe ich das jetzt oder sind die Ressourcen und die Hüllenpunkte, die ich durch den Kampf verliere, überhaupt die Ressourcen wert, die ich bekomme. Also es ist schon ein sehr, sehr taktiklastiges Spiel. Und ich bin natürlich der Taktik-Profi, ne? Ach. Nee, ich weiß ganz genau, wir werden die ersten paar Male auf jeden Fall mega abkacken. Ganz klar. Ich habe zwar schon ein paar Runden gespielt, deswegen ist es jetzt auch am Anfang relativ leicht. Denn der Einstieg wird natürlich immer leichter, je weiter man sein Schiff upgradet nach dem Tod. Das heißt, man kommt eigentlich von Run zu Run immer weiter, es sei denn, man hat wirklich mega Pech. Was natürlich auch mal passieren kann, wie in Fast and Light einfach auch. Man fliegt zu nah an ein schwarzes Loch und wird einfach reingezogen, ist mir auch schon passiert. Es hat mich sehr abgefuckt, das war gerade vorhin. Ey, das war, boah, das ist richtig mies. Also es gibt da auch unzählige Naturphänomene, die einem einfach den Garaus machen können. Aber naja. So, hier sehen wir Container. Die kann man mit einem ganz einfachen Schuss, da wechsle ich mal kurz die Waffe, damit es ein bisschen schneller geht. Mit einem ganz einfachen Schuss kann man die aufschießen.
Und da haben... Oh, wir haben eine neue Waffe gefunden. Wir haben aber leider halt nur zwei Waffenslots. Das heißt, wir müssten uns jetzt entscheiden, ob wir die Waffe mitnehmen wollen oder nicht. Worauf man halt auf jeden Fall immer achten muss, ist, dass man eine schildbrechende und eine hüllenbrechende Waffe dabei hat. Also in meinem Fall einmal der Pulslaser für die Schilde und einmal die Gatling für die Hülle. Und wir sehen halt, die Waffe hier, die ist jetzt nicht wirklich gegen... Ja, die ist jetzt nicht wirklich gut, deswegen kann ich jetzt mit R einfach mal draufdrücken und sehe dann, ich kann die Salvagen auseinandernehmen, dafür bekomme ich 6 Scrap und 4 Ore, die kann ich verkaufen oder für Reparaturarbeiten benutzen. Also ziemlich, ziemlich geil. Und obwohl das Spiel noch in der Beta ist, ist es jetzt schon sehr, sehr durchdacht. Sehr, sehr durchdacht. Das werdet ihr im Laufe des Let's Plays wahrscheinlich auch sehen. Ich werde auch sehr, sehr viel zeigen, denke ich mal. So, boah. Alter, boah. Es ist halt schon krass. Also auch das Feedback ist sehr, sehr krass gemacht. Ohne Drohne. Ich kümmere mich erstmal um die Drohne. Also das Feedback ist sehr, sehr krass gemacht. Und da sind die Schilder ausgefallen gerade. So, mit mittlerer Maustaste visiert man übrigens einen Feind an. Allerdings schalten die Waffen nicht auf den Feind auf, nur die Raketen. Das heißt, wer denkt, er könnte jetzt hier einfach einen Gegner anvisieren und dann nur noch die linke Maustaste drücken. Nein, man muss richtig zielen und es ist zeitweise richtig schwer, abhängig von der jeweiligen Waffe. Also muss auch die Bewegung vom Gegner mit einrechnen und so weiter und so fort. Also sehr, sehr krass gemacht und auch sehr, sehr schwer. Vor allem, weil die Gegner auch wirklich gut sind. Also das, da kann man echt nichts sagen. So, ich sehe gerade, da hinten haben wir noch ein paar Terran-Container. Gucke ich mal, ob ich die mitnehmen kann. So. Ich spiele das Spiel übrigens auch erst seit heute, muss ich zugeben. Ich habe es mir gestern gekauft und heute direkt installiert und losgelegt. Und da dachte ich mir, ey komm, machst du gleich ein Let's Play davon. Ich hoffe jetzt halt bloß echt, dass das Video in Ordnung wird. Aber das wird schon irgendwie passen, ne? Das wird passen. Passen. Wo? Alter, was? Alter, haben die hier Abwehr? Alter! Und vor allem, das ist auch sehr, sehr krass. Ich weiß nicht, ob man es gerade gesehen hat. So eine Rakete, wenn man von einer Rakete getroffen wird, die macht nicht nur, die kann nicht nur ordentlich Schaden machen, die stößt einen auch richtig weg durch den... Alter. Durch den, den Rückstoß. Es ist sehr, sehr krass gemacht. Also es ist alles sehr beweglich, überhaupt nichts wirklich statisch, außer die Dings. Außer die Raumstation natürlich. So, Raketen haben wir... Alter! Raketen haben wir voll. Sag, was haben die hier für Probleme, diese scheiß Terraner? Warum greifen uns die Terraner an? Ich habe doch nur so eine blöde Kiste aufgemacht. Mann, jetzt halt mal nicht so krantig. So, das sind jetzt alles noch Terraner-Sachen da vorne. Ich glaube, die lasse ich mal lieber in Ruhe, denn die Terraner, die sind eigentlich ja Verbündete oder Neutrale zumindest. Und die haben eine ganz schöne Schlagkraft drauf für den Anfang zumindest. Das wäre, glaube ich, ein bisschen krass. Aber die Kiste kann ich mal noch mitnehmen, komm. Und was auch, oh, was ich auch noch gar nicht erzählt habe, was sehr, sehr krass ist, wie in Dings halt auch, wie in Faster Than Light, es gibt auch eine Fuel-Anzeige, und zwar rechts oben sieht man die, wir haben gerade 100, ein Sprung verbraucht 25, das heißt, wir können maximal 4 Sprünge machen, bevor wir uns aufladen müssen, und wir müssen halt stets, au, wir müssen halt stets Fuel besorgen. Fuel kann man abbauen, Fuel kann man aber auch kaufen oder auch von Feinden erbeuten, je nachdem, wenn man halt Glück hat. Und es gibt auch eine sehr, sehr geile Möglichkeit, an Fuel zu kommen. Das ist halt meistens hier bei diesen Terraner-Basen, indem ich hier mal diese Tanks einfach zerstöre. Diese Tanks, sagt man dazu Tanks? Diese Tanks, alter Schwede. Anglizismen. Naja, auf jeden Fall sieht man jetzt hier fliegt so Fuel-Bubble fliegen hier raus. Die könnte ich jetzt einsammeln, wenn ich jetzt noch Platz dafür hätte. Aber ich kann halt maximal 100 mitnehmen. Deswegen war es das auch schon. Boah, ich schreie hier voll ins Mikro, ne? Es tut mir voll leid. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Das wäre echt mies. Oh, da liegen noch Compounds. Nehme ich mal mit. Naja, so. Also mir ist auch noch nicht alles in dem Spiel klar, ne? Das heißt, ich werde auf jeden Fall noch einiges selbst entdecken müssen, aber ich glaube, das ist auch ganz gut, dass ich jetzt in dem frühen Stadium von meiner Spielerfahrung mit dem Let's Play anfange. Ich glaube, das passt dann. So, und wir sehen jetzt hier, wenn ich hier drüber fahre,
Ich erkläre es erstmal anders. Diese grünen Böppel, die tauchen meistens direkt am Anfang auf, wenn man ein neues Gebiet betritt. Und die kennzeichnen den Weg zum nächsten Gebiet. Das heißt, man kann immer nur weiterfliegen, man kann niemals zurückfliegen. Unter keinen Umständen. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Und wenn ich jetzt... und wenn ich jetzt hier drüber fahre, sehe ich, jetzt lädt sich mein Hyperantrieb auf. Und wir springen. So, in den Hyperraum. Und jetzt sehen wir hier die komplette Sektorübersicht. Es gibt mehrere Sektoren. Ich weiß nicht, was der Endsektor ist, also wo der Endboss quasi ist. Soweit bin ich noch nicht mal im Ansatz gekommen. Also wahrscheinlich Sektor 10 oder irgendwas oder noch weiter. Falls es überhaupt einen Endboss gibt, kann ja auch sein, dass es unendlich ist. Keine Ahnung, naja. Auf jeden Fall, wir sehen jetzt hier die verschiedenen Gebiete. Ich habe jetzt die Auswahl zwischen den dreien hier, wo ich reisen kann. Hier bin ich gerade. Und wir sehen schon hier rechts unsere Position, dann die grauen Gebiete wie das und das sind Low-Risk-Gebiete und hier ist ein Medium-Risk-Gebiet. Diese Kartenübersicht, die ich sehr, sehr nützlich finde und die es halt auch in Dings schon immer gibt, in... Huch, was treten sich hier gerade der Kringel? Hallo? Nicht, dass hier jetzt Windows-Update kommt, dann raste ich aus. Naja, auf jeden Fall... Ja, Windows 10 ist so ein tolles Betriebssystem. Ist es auch eigentlich. Also es ist echt okay. Naja, komm. Ich schweife ab. Ich schweife ab, es tut mir leid. Auf jeden Fall. Diese Übersicht hier mit Low Risk, Medium Risk und so weiter, die hat man nicht von Anfang an. Ich finde das mega mies. Man muss sie auch für jedes einzelne Schiff extra freischalten. Man muss die sich kaufen für Credits. Ich habe das jetzt schon mal gemacht, damit man das ein bisschen besser sieht. Aber es ist echt krass. Also die ersten Matches, die ersten Runs muss man komplett ohne diese Übersicht machen. Man weiß also nie, ob man in High-Risk, Medium-Risk oder einen Low-Risk-Sektor fliegt. Und da kann es halt schon mal sein, man fliegt da rein, ist da ein Großkampfschiff, das macht einen Schuss und du bist weg. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Naja, aber das Spiel spielt ja auch sehr mit Zufallsereignissen. Von daher ist es schon okay. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fliegen direkt in diesen Sektor. Und schauen mal, was uns da erwartet. So. Ich werde jetzt übrigens die Videos alle einzeln aufnehmen. Also ich werde jetzt... Also ich werde jetzt hier nichts mehr durchgehend aufnehmen, sondern ich werde tatsächlich gucken, dass ich alles am... dass ich alles einzeln aufnehme, jedes Video einzeln anmoderiere und abmoderiere. Schauen wir mal, ob das klappt. Ich hoffe es einfach mal. So, oh, scheiße. Falsche Waffe draußen. Na, für die Drohne war es noch okay. Alter, Alter! What the fuck? Jetzt muss ich wohl mal ein paar Raketen einsetzen, ansonsten kommen wir hier zu gar nichts mehr. Scheiße. Ich werde jetzt auch das erste Video mal ein bisschen länger machen. So. Oh, scheiße. Normalerweise wollte ich die Videos eigentlich 20 Minuten machen, Alter. Okay. Ich mache jetzt erstmal den Kampf und dann erzähle ich weiter, ne? Ich glaube nämlich, ich gehe gleich drauf. Alter. Wir sehen übrigens links oben unsere Schildpunkte und unsere Hüllenpunkte und wir sehen, unsere Schildpunkte sind weg und unsere Hüllenpunkte gehen rapide runter. Ich muss jetzt leider Raketen einsetzen, was eigentlich eine echte Verschwendung ist in dem Spiel, denn Raketen muss man sich selbst nachcraften, das heißt, wenn man keine mehr hat, muss man sie sich nachcraften oder sie finden. Aber wenn das beides nicht funktioniert, hat man halt Pech gehabt, muss man halt ohne Raketen spielen. Und das ist echt mies. Und wir sehen, wir wurden jetzt schon mega beschädigt und das... Huch! Und das gerade mal im zweiten Sektor. Scheiße. Alter, jetzt haben die hier noch Turrets. Was geht? Und schon sind die Schilde wieder down. Alter. Es ist so krass. Aber einen Vorteil haben wir. Wir können einfach mitten im Gefecht kurz Pause machen. Können mal auf Repair gehen. Und dann sehen wir jetzt hier rechts oben, Systeme sind keine beschädigt, nur die Hülle. Und wenn ich jetzt hier einfach mal draufklicke, sehen wir, dieser Bereich hier, dieser grüne Bereich hier ist das, was kaputt ist und was jetzt repariert wird von den Nanobots. Und wir haben jetzt was, 4 von 0? Sehe ich das gerade richtig? Ich glaube, das ist noch ein bisschen buggy. Auf jeden Fall, wir werden jetzt voll regeneriert. Das dauert jetzt einen Moment. Wenn man da jetzt links oben jetzt hinguckt, seht ihr, die Lebensanzeige füllt sich jetzt langsam auf. Das heißt, die Nanobots regenerieren jetzt quasi gegen den Schaden. Je nachdem, wie viele Nanobots ich halt reingesteckt habe, je mehr wird halt auch repariert. Und eine ganz wichtige Spielmechanik, die habe ich noch gar nicht erklärt. Das mache ich jetzt mal in dem Video noch. Was ist das? Was ist das denn? Huch, ha! Ich war fast in die Kiste geflogen. Alter, was? Was geht? Haben die hier irgendwo ein Nest oder was geht?
Schmeißen wir noch 50 Millionen Gegner rein. So, einen sehe ich jetzt noch hier. Der ist da hinten irgendwo. 4 Kilometer entfernt, das ist okay. Eine ganz wichtige Spielmechanik. Habe ich noch gar nicht erklärt. So, jetzt erzähle ich mal. Und zwar unter meinem Fadenkreuz, seht ihr, ist so eine grüne Leiste. Diese grüne Leiste gibt die Energie an. Man braucht Energie für die Primary-Waffen und für den Schub vom Antrieb. Das heißt, wenn ich jetzt meine Waffe abfeuere, man sieht's, die Energie geht langsam runter. Es würde eigentlich schneller gehen, aber ich habe es halt schon ein bisschen hochgeskillt. Das heißt, wenn ich jetzt viel schieße und dann noch zusätzlich den Antrieb benutze, geht meine Energie halt rapide schnell runter. Das heißt, man muss auch schon sehr taktisch mitdenken, wann setze ich meine Waffen ein und wann setze ich eher mal den Schub ein. Denn sonst steht man halt sehr schnell ohne Energie da und dann hat man halt ein echtes Problem. Denn dann kann man nicht mehr fliehen und nicht mehr schießen und muss halt warten, bis die Energie wieder aufgefüllt ist, während man von den Gegnern zerschossen wird. Das ist natürlich richtig mies. Alter. Gleich der nächste Sack hier. So. Man muss halt auch sehr oft im Kampf zwischen den Primary Weapons wechseln. Und später wahrscheinlich auch zwischen den Secondaries. Oh, ein Blueprint. Geil. Denn sobald man die Schilde vom Gegner weggeschossen hat, sollte man halt direkt auf die hüllenbrechenden Waffen schalten. Ansonsten ist es halt sinnlos, mit schildbrechenden Waffen auf Hülle zu schießen. Aber naja, so. Diesen Asteroiden konnte ich jetzt gerade abbauen. Der war so gelb gekennzeichnet. Und da habe ich Gas rausgekriegt. Und damit kann ich zum Beispiel verschiedene Systeme reparieren oder Scanning Probes craften. Ich habe es vorhin ja schon mal gezeigt. Oh nein. Nein. Jumping Suppressed. Man sieht es rechts oben, ist so ein rotes Signal. Nein, wir haben einen Jumping Suppressor. Also wir haben etwas, was uns daran hindert, wegzufliegen. Was ist es, dieses Ding hier? Kann ich den zerstören? Ach, ich kann den hacken, okay. Das ist natürlich geil. Nice. Das ist nämlich richtig mies. Es kann nämlich passieren, dass man manchmal in Systeme kommt und man dann erst so einen Jumping Suppressor zerstören muss, bevor man weiterfliegen kann. Wenn man den nicht rechtzeitig findet, ist man direkt am Arsch. Und der kann halt richtig unfair versteckt sein. Zum Beispiel in so einem riesigen Asteroiden einfach mittendrin, dass man durch ganz enge Gänge durchfliegen muss. Naja. Schon eine miese Scheiße manchmal. Naja, auf jeden Fall, ich mache jetzt mal Pause für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, das Video war okay, die Soundqualität war okay. Naja, ist ja jetzt das erste Video wieder. Ich werde auf jeden Fall jetzt wieder 2, 3 Videos aufnehmen. Und wir sehen uns dann, ich mache mal kurz einen Pausebildschirm. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Ja, da bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen als bis dahin und danke fürs Zuschauen. Ciao.